Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 8. Ausgabe von Quick Race. Und wie angedroht sind wir nochmal auf dem Sonoma Raceway. Ich hatte es ja in der letzten R3i Custom Tracks Folge bereits erwähnt. Und zwar auf der NASCAR-Variante. Gefahren wird mit den Chevy Daytona Prototypen. Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, dass wir in R3i sind. Aber ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Ja, also R3i. Chevrolet Daytona Prototypen auf dem Sonoma Raceway in der Sprint-Variante. KI-Stärke bei 100%. Wir stehen auf der Pole-Position, wie auch immer das passieren konnte. Wir werden aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht allzu lange bleiben. Los geht's von der Pole-Position. Natürlich haben wir den Start verkackt, wie so oft. Wibbly wibbly. Und dann legen wir uns mit der KI an. Mittlerweile schon der dritte Versuch, dieses Rennen irgendwie zu bestreiten. Ich weiß auch nicht. Im zweiten Versuch, schnellste Rennrunde 1.08.3 meinerseits. Aber zu viele Fehler. Die KI dreht auch unheimlich auf gegenüber Training und Qualifying. Ist schneller unterwegs als die 102% KI. Es ist ganz lustig. Also diese Folge hat mit Quick Race eigentlich gar nichts mehr zu tun. Denn Quick ist es alles nicht. Mit ordentlich Training und Qualifying vorneweg. Setup und dann auch noch eben drei Versuchen, das Ding zu fahren. Dennoch eine sehr schöne Streckenfahrzeugkombination. Sechs ist okay. Ui. Ja, das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Weder bei mir noch bei der KI. Diese Boxenmauer hat es in sich. Einmal im Training und einmal im zweiten Versuch bin ich hängen geblieben. Hauen schön. Weil ich hier leider... Ups, lächeln. Rechts im Auto sitze und nie weiß, wann das Ding links aufhört. Das ist ein ganz großes Problem bei mir. Ich... Ja, ich fahre zwar relativ gerne auch die Rechtslenker, weil schöne Fahrzeuge dabei sind. Aber ich kann es einfach nicht einschätzen, wo das Ding aufhört.
Der dritte Versuch scheint jetzt aber besser zu laufen als der erste gegen die 102%ige KI und der zweite dann gegen die 100%ige. Komische Nummer heute. In der Zwischenzeit wollte ich endlich noch zwei weitere aufgenommen haben. Recraces meine ich. Aber ihr sollt ja auch was zu sehen bekommen für euer Geld. Ich stehe gerade gar nicht gut. So, wenn dieser Pulk vorbei ist, reihen wir uns hoffentlich wieder ein. Das wäre ungefähr jetzt der Fall. Aber im zweiten fehlt es uns an Power, um den Berg hoch zu können. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Attacke. Mit voller Konzentration und der perfekten Linie und schnellen Rundenzeiten und überhaupt. Ja, perfekte Linie. Und dann verhaut er so. Und dann wurde er von der KI angeschoben. Ja. Damit sind wir dann erst einmal letzter. Diese leichten Kollisionen mit der KI, die gefallen mir überhaupt nicht. Die enden für mich immer tödlich. Konzentriert angreifen nach vorne. Konzentriert übers Gras fahren oder über den Sand, denn so grasig ist es ja eigentlich gar nicht. Kleines bisschen zu weit raus und jetzt kommst du runter vom Sand. Danke. Es ist nicht einfach, hier mit der KI zu kämpfen. Zumal ich in genau den Bereichen schneller bin oder richtig schnell bin, wo sie extrem langsam ist. Das heißt, da verliere ich dann immer massig Zeit, weil sie genau da besonders langsam ist, also wirklich besonders, macht das mit Absicht, dann langsam zu sein. Und genau, ich verliere natürlich wieder das Auto, der KI passiert gar nichts. Die hat einfach ultimative Autoabfangskills. Das war abgekürzt, ist mir jetzt aber auch wurscht. Wieder 4 Sekunden zurück, wie soll ich das denn aufholen? Hätte ich meine Führung nicht abgegeben, würden wir das Ding locker gewinnen. Weil wir mit der KI keine Probleme haben. Aber ich wollte es ja ein bisschen spannender machen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir eben mit der KI kämpfen müssen. Und das will halt noch nicht so richtig. Okay, das war gerade mein eigener Fehler, dass ich in der Wand hänge. Aber ja, es ist auf der Strecke absolut nicht einfach, mit der KI zu kämpfen. Das war auch in den ersten beiden Versuchen ein ziemliches Problem. Und dann steht mal irgendwo einer in der Kurve, dem ballerst du voll hinten drauf. Und ich weiß auch nicht, warum die so lange da stehen bleiben. Das ist auch eine für mich völlig unlogische Sache. Ist mir auch in der ADAC GT Master schon mehrfach aufgefallen. Wenn sich zwei miteinander gern haben, dann stehen die da für 5 bis 10 Sekunden dumm in der Gegend rum.
mitten auf der Ideallinie. Und ich weiß nicht warum. An der Kollision kann man doch dann einfach weiterfahren. Okay, neue schnellste Rennrunde, 1.083, nehme ich gerne. Na, Mist. Durch das erneute Hochschalten die Kurve überhaupt nicht bekommen. In dem zweiten Gang fährt sich die Kurve absolut, weil du so aufpassen musst, dass dein Heck nicht rumkommt. Aber wie man es macht, man macht es verkehrt. Ups, ein bisschen abgekürzt, glaube ich. Jetzt gerade überhaupt nichts. Sag mal, wo war denn da meine Linie? Im Sandkasten oder was? Noch die Kurve zu eng genommen. Aber die nächste Runde, die wird wieder besser. Sacht's und haut fast in die Boxenmauer. Ah. Noch nicht mal Rennhalbzeit und ich bin schon fertig mit den Nerven. Wo kommst du denn auf einmal her? Du standst doch vorher noch am Straßenrand und hast auf irgendwas gewartet. Jetzt ist er auf einmal wieder groß im Rückspiegel. Fehler meinerseits, einfach mal wieder eine völlig falsche Linie. Das lag aber diesmal an der Linkskurve davor, viel zu weit rechts rausgekommen. Dann war Sense. Wieso steht der denn da jetzt? Da stand wohl irgendwo einer am Straßenrand, oder was? Ja, das verstehe ich nicht. Nee. Und da habe ich die Kurve wieder verhauen. Wir sind schon wieder 24. Ist das nicht richtig genial? Also, dieses Rennen, es macht zwar riesig Spaß, mit dem Auto auf der Strecke zu fahren, aber ich habe es in 3 Anläufen nicht geschafft, einmal das Rennen halbwegs vernünftig zu fahren. Und ich weiß nicht, was diese Kombination an sich hat, dass es
so schwierig ist für mich, ob es wirklich die KI ist oder ob es diese Linie hier durch die zwei Kurven ist oder... Ich mache ja selber auch genügend Fehler. Leider. Aber einiges kommt dann eben auch aus dem Zusammenspiel mit der KI, wie eben dieses ich bleib mal mitten auf der Ideallinie stehen. Urplötzlich. Da steht er auch schon wieder fast, oder? Spät eingelenkt. Und runter vom Sand. Danke. Ja, diese beiden Rechtskurven im letzten Sektor kriege ich nach wie vor nicht. Ich bin jetzt hier seit über, ja, bestimmt schon seit anderthalb Stunden auf dieser Strecke unterwegs und ich kriege diese beiden Kurven immer noch nicht. Ich glaube, zweimal hat es geklappt. Auch sogar in der gleichen Runde. Aber ansonsten ist es mehr so Guesswork und viel zu langsam, viel zu weit raus, viel zu weit innen. Irgendwo nur nicht auf der Ideallinie. Der KI zufolge macht auch keinen Sinn, weil die bremst ja immer. Anstatt einfach mal ein bisschen rollen zu lassen. Ach Mist. Entschuldigung, wollte nicht so weit innen abkürzen, ich meine über den Körper rollen. Unsere Rundenzeiten sind ja nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, warum ich an die KI nicht rankomme. Wir fahren Zeiten auf dem Niveau unserer Qualifying-Zeit, die für die Pole-Position gereicht hat. Wir fahren Zeiten, die schneller sind als die der 102%igen KI. Und trotzdem kommen wir nicht ran.
war jetzt sogar fast eine neue Bestzeit, eine Hundertstel daneben. Ich bin ja der Meinung, dass es hier in R3i sowas wie eine Gummiband-KI gibt, die sich aber ausschließlich auf die KI selber bezieht, also dass die KI sich selber wieder zusammenschiebt und dann dadurch eben auch übermäßig schnell wird. Ja, das ist auch nur vielleicht ein Eindruck, den ich mir irgendwo mal zugelegt habe. Aufgrund von irgendwelchen komischen Rennen, in dem es dann so aussieht, als würde die KI urplötzlich wieder aufholen, die ganz hinten stehen. Da hat es wieder einen zerlegt. Ja, war doch keine schlechte Runde. 1086. Das war ein bisschen unsauber, ich weiß. Nur noch 6 Minuten auf der Uhr und wir sind auf der 23. Position. Das ist doch sowas von frustrierend. Die letzte Runde war logischerweise außerordentlich schlecht. Da weiß ich aber auch wenigstens, wo es herkam. Werft die Karre nicht weg, Kollege.
4 Runden noch etwa. Nein, das tat nicht gut. Sorry, mein kleiner Daytona-Prototyp. Ja, wieder verdammt langsam. Irgendwo steht hier irgendwas, es qualmt zumindest. Ja, das war nix. Hat aber genug Zeit gekostet, dadurch, dass wir weit rausgekommen sind. Und fast eingeschlagen sind, muss man ja auch bedenken. Diese Linie, wie gesagt, kriegt auch nach knapp 2 Stunden diese doofe Kurve überhaupt nicht. Und für diese gilt das Gleiche. Vorletzte Runde jetzt. Und die letzte. Neue Schnitzel-Rennrunde. Warum auch nicht? Wenn man mal keinen vor der Nase hat, der einen im ersten Sektor auffällt, geht's auch. Ich hätte einfach meine Führung nicht abgeben sollen, aber dann wäre es ja genauso langweilig gewesen. Dann hättet ihr 25 Runden stupides vor sich hinfahren, ohne jeglichen Zweikampf, ohne Überholmanöver, ohne überhaupt irgendwas gesehen. Da dachte ich, wird es so vielleicht doch ein bisschen interessanter, wenn wir uns mal ein bisschen zurückfallen lassen. Dass es danach so katastrophal abging, war natürlich nicht beabsichtigt. Immerhin hatten wir jetzt ein paar gute Schlussrunden und sind noch 19. geworden, haben den Rundenrekord
oder die schnellste Rennrunde mit einer 1.08.2 gefahren. Ey, es macht Laune, das Auto passt zu der Strecke wie Faust aufs Auge. Nur habe ich persönlich einfach viel zu viele Fehler gemacht, das ist das eine. Und zum anderen ist es halt schwierig, hier mit der KI wirklich ordentlich umzugehen. Ob man da in dem Hinblick noch irgendwas an der Linie optimieren wird für diese Kategorie oder grundsätzlich für die KI auf dieser Strecke, ich weiß es nicht. Es ist wirklich genau der erste Sektor, wo wir, na, zumindest mal normal schnell sind, aber die KI eben extrem langsam ist. Wirklich extrem langsam. Sie steht viel auf der Bremse, sie fährt langsam durch die Kurven. Und im dritten Sektor sind wir ungefähr gleich schnell. Ich verpasse nur bei den beiden Rechtskurven immer wieder die passende Linie. Was uns sehr viel Zeit kostet. Ich denke mal, bestimmt eine halbe Sekunde lasse ich allein dort liegen. Also, ja, das typische Kollisionsverhalten von wegen der KI passiert wieder nichts. Und wir haben uns jetzt zweimal, glaube ich, rausgedreht. War suboptimal. Ein bisschen Verbesserungspotenzial da. Auf jeden Fall auf beiden Seiten. Ich brauche mir da jetzt nichts einbilden, das war keine großartige Leistung, es war zwar eine schnelle Runde dabei, oder auch 2, 3, 4, nur es waren halt auch wirklich viele Fehler drin. Und klar, ich kenne die Strecke bisher nicht, ich bin so heute jetzt erst gefahren. Aber für ein Quick Race war das einfach nichts Ordentliches, deswegen werde ich gleich morgen das nächste rausbringen, das dann hoffentlich wieder ein bisschen unterhaltsamer wird. Dann nehme ich zur Abwechslung mit der Game Formula Truck. Also mal ein bisschen Truck fahren auf einer brasilianischen Rennstrecke. Halbe Stunde ohne große Vorbereitung. Ich denke, das wird deutlich entspannter mit den ollen Schiffen, um die Kurve zu eiern. Das war's für diese Folge und seid gespannt, was so in den nächsten Quick Races passiert. Wie gesagt, für morgen dann Game Formula Truck. Und denkt dran, 6.3. die nächste Multiplayer-Sitzung mit Aufzeichnung. Würde mich freuen, vor allem einige neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, euer Swoddy.